Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute, weil es sich so viele gewünscht haben, wieder mal Dubaro und zwar mit dem Hardware-Deals 800 Edition für 849 Euro und der Kreativ-Ecke 900 für 899 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP-CDK-Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Ich wurde halt öfters gefragt, hey, stell doch mal irgendwie was zusammen in die Richtung 800, 900 Euro, vielleicht sogar 1000 Euro. Ich habe jetzt mal geschaut, wenn man die Systeme so selber zusammenstellen möchte, kommt man natürlich ein bisschen günstiger weg bei Geizhals. Der Sprung ist aber so marginal, dass man die Dinger einfach auch nur fertig kaufen kann bei Dubaro. Ist halt einfach so. Ich habe auch bei Krotos geschaut, da habe ich jetzt direkt nichts gefunden, was irgendwie in der Preisklasse einigermaßen in Ordnung ist. Beziehungsweise bei Argando habe ich jetzt auch nichts gefunden. Argando hat ja manchmal so Angebote, aber da war einfach nichts dabei. Ihr werdet es auch gleich sehen beim Aufpreis, die Systeme, die hier sind soweit schon okay. Es gibt hier und da Sachen, die ich tauschen würde. Das sage ich auch gleich noch dabei. Aber wir schauen uns die Dinger jetzt erstmal an. Starten wir mit dem Hardware Deals 800. Wie immer, das Bild ist nur das Gehäusebild, was völlig in Ordnung ist. Es gibt ja Firmen, die übertreiben da immer, zum Beispiel MIFCOM und Hightech. Die bauen da immer Sachen rein, die überhaupt nicht vorhanden sind. Hier ist nur das Gehäusebild, das ist völlig okay. Der Prozessor ist ein Intel i5-11400F. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell 3200 MHz RAM DDR4. Natürlich sind wir hier jetzt eine Generation zurück, beziehungsweise bald zwei Generationen, weil die 13000er steht in den Startlöchern und die 11000er ist dann halt zwei Generationen zurück. Was weiß Gott trotzdem nicht schlecht ist, gerade in dieser Preisklasse. Ihr könnt einfach nicht erwarten, bei 800 Euro oder 850 Euro schon was Aktuelles zu kriegen. Es gibt dann Systeme, dann müsst ihr aber woanders wieder Abstriche machen, was auch scheiße ist. Der Prozessor grundsätzlich ist ja nicht schlecht. Ihr müsst euch einfach damit abfinden, dass ihr dann später nicht mehr erweitern könnt. Hättet ihr jetzt ein System mit einem 12000er Intel, dann könntet ihr später die 13000er noch drauf laufen lassen. Das ist hier nicht der Fall. Also hier ist wirklich dann Ende. Ihr könnt natürlich einen stärkeren aus der 11000er Reihe nehmen, aber die 12000er würde auf dem Board dann quasi nicht passen. Nichtsdestotrotz ist das ein guter Prozessor. Zum Zocken reicht er, zum Stream von E-Sports-Titeln und so weiter auch. Ich würde damit jetzt halt nicht AAA-Titel streamen oder so, aber das will man bei 850 Euro sowieso nicht erwarten. Wenn ihr das machen wollt unbedingt, nehmt eine Nvidia-Karte, aber dann macht das ganze System wieder keinen Sinn, wenn ihr da jetzt eine 3070 Ti oder so reinschmeißt. Also von daher ist das sowieso Wumpe. Zum Zocken, wie gesagt, reicht er erstmal. Und er kostet 159,89 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein CosmoCool LC-CC120. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 180 Watt. Das heißt, es reicht dicke für diesen Prozessor, der ja selber eine TDP-Angabe von 65 hat. Ich glaube, der kann bis 88 Watt oder so boosten. Aber selbst wenn man hier den Lüfter dann nimmt, beziehungsweise den Kühler mit 180 Watt TDP, reicht das dicke. Ist völlig in Ordnung. Kein RGB-Schickimicki dabei. Kann man aber, wie gesagt, in dieser Preisklasse auch nicht erwarten. Und der kostet 21,89 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein ASRock B560 Steel Legend. Natürlich der B560-Chipsatz mit dem Intel 1200er Sockel. Das liegt an dem 11000er Prozessor, der hier dabei ist. Klar, man hätte einen besseren Chipsatz nehmen können, macht aber keinen Sinn bei dieser Preisklasse. Das Board an sich ist relativ okay. Es ist Full ATX vor allem, hat noch ein bisschen RGB-Beleuchtung, gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden, hier kann eine SSD verbaut werden. Hier unten kann auch noch eine weitere verbaut werden. Das heißt, ihr könnt bis zu 3 SSDs reinbauen. Hier kommt die Grafikkarte rein und hier unten habt ihr noch 3 Erweiterungsslots für zum Beispiel eine WLAN. Karte, Capture-Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, Netzwerkanschluss, 4x USB 3.1, einmal USB Typ C ist auch schon mit dabei. Die Onboard-Grafik werdet ihr sowieso nicht benutzen, weil ihr halt eine Grafikkarte habt, also ist das schon mal Peng. PS2-Anschluss haben wir ja auch noch mit dabei und 2x USB 2.0. Den PS2-Anschluss werdet ihr auch nicht benutzen. Das ist für alte Tastaturen und Mäuse, braucht ihr nicht. Mal ganz davon ab, die Onboard-Grafikanschlüsse könnt ihr auch nicht benutzen, weil das einfach ein F-Prozessor ist. Dieses F-Suffix bei Intel bedeutet immer, dass ihr keine integrierte Grafikeinheit habt, ist aber wie gesagt egal, ihr habt einfach die Grafikkarte. Da schließt ihr dann alles dran an, das ist schon okay. Wirklich ein vernünftiges Board. Natürlich etwas älter, sicher, aber Full ATX und passt auch gut ins Case, ist gut. Und das kostet 90 Euro bei Equipper. Die Grafikkarte ist eine 8 GB Nvidia RTX 3050, beliebiger Hersteller. Da wir hier freie Hand haben, haben wir einfach mal die Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle OC 8 GB genommen. Ist die günstigste, gerade bei Geizhals. Ihr könnt auch eine andere kriegen. Die ist auf jeden Fall nicht schlecht. Natürlich könnt ihr nicht erwarten, dass ihr da AAA-Titel auf vollen Einstellungen WQAD oder 4K zocken könnt. Ich zeige euch aber ganz kurz einen FPS-Test. Wer den überspringen möchte, ihr habt unten Timestamps.
Kurze Erklärung, das ist ein externes Video von YouTube. Wir haben hier ein Average von 63 FPS jetzt in dem Fall. Da müsst ihr jetzt immer drauf achten. Der Average ist quasi der Durchschnitt von den FPS. Hier unten habt ihr die Einstellung, in dem Fall ist es Full HD auf Maximum Settings mit Raytracing an. Da habt ihr in dem Fall jetzt um die 60 FPS, was locker spielbar ist. Forza Horizon läuft auf 90 FPS mit Full HD und Ultra Settings. Cyberpunk auf Ultra mit Maximum Settings ohne Raytracing sind wir bei 49 FPS. COD Warzone seid ihr bei 85 FPS auf Full HD und Maximum Settings. Apex Legends auf Ultra 170 FPS im Durchschnitt, auch auf Maximum Settings und Full HD. Und Fortnite auf Maximum Settings, Full HD, auch bei 82 FPS im Durchschnitt. Ich denke, damit habe ich es einigermaßen abgedeckt. Wenn euch die weiteren Spiele noch interessieren, ich habe das Video natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr euch da nochmal anschauen. Aber ist auf jeden Fall in Ordnung, die Grafikkarte in dieser Preisklasse. Und die kostet 309 Euro bei computeruniverse.net. Der Arbeitsspeicher 16 GB, 2x8 GB Dual Channel, ganz wichtig, immer zwei Riegel verwenden. DDR4 Kingston 3200 MHz Fury Beast. 16 GB schon mal okay, gar keine Frage. Ihr habt hier keine RGB-Beleuchtung oder so bei, wer das wichtig findet, kann es einfach nachkonfigurieren, ist klar. Wir haben hier 3200 MHz, man hätte schnelleren nehmen können, ob man das bei 850 Euro erwarten kann, weiß ich nicht. Der Preissprung ist nicht so hoch, das sind 10 oder 15 Euro, aber es ist halt bei so einem Preispunkt von 850 Euro schon, ja jetzt nicht eine Menge, es wäre machbar gewesen, aber ich verstehe, dass sie sich einfach an die Spezifikation von Intel halten und einfach 3200 dann nehmen. Das ist aber soweit okay und der kostet 62,89 bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 500 GB Kingston NV1. Die hatten wir jetzt schon öfter, die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB die Sekunde. 500 GB ist schon wenig. Überlegt euch vielleicht etwas Größeres rein zu konfigurieren, vielleicht genau die gleiche in 1 TB oder so. Weil Warzone zum Beispiel oder GTA mit den ganzen Mods oder auch ARK mit den ganzen Mods frisst eine Menge Speicher. Alleine ARK kann 300 bis 400 GB verschlingen, das ist einfach so. Müsst ihr mit klarkommen. Wenn ihr jetzt natürlich nur Counter-Strike, Valorant und sowas zocken wollt, gut, dann kommt ihr damit zurecht. Wollt ihr größere Spiele spielen, beziehungsweise welche, die mehr Speicher fressen, würde ich eine größere nehmen. Und die kostet 42,98 bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 600 Watt BeQuiet System Power 9. Das hat 3 Jahre Garantie, 80 plus Bronze-Zertifizierung, festes Kabelmanagement. Gut, das mit dem Kabelmanagement, wenn ihr einen fertigen PC kauft, ist euch vielleicht irgendwo egal, weil die Kabel seht ihr sowieso nicht. Bei modularen Netzteilen zum Beispiel werden die Kabel, die nicht benötigt werden, weggelassen. Die kriegt ihr dann im Extra-Karton dazu. Und wenn ihr später noch Hardware einbaut, die so ein Kabel irgendwie brauchen, zum Beispiel eine 2,5 Zoll SSD oder so, oder irgendwelche Lüftersteuerung, könnt ihr die dann nachträglich anklemmen. Fliegen nicht so viele im Gehäuse rum. Ich bin jetzt kein Fan von dieser System Power Serie. Das sind gute Netzteile, gar keine Frage. Für mich persönlich gehören die in Multimedia-PCs oder irgendwie in Bürorechner oder so. Aber die 600 Watt reichen erstmal aus. Qualitativ ist es, wie gesagt, okay. Ich wäre lieber auf den Pure Power gegangen, aber ist es für den Rechner erstmal in Ordnung, weil die 600 Watt werden sowieso nicht erreicht mit dieser Hardware. Da seid ihr irgendwie auf dem Level von 300 Watt oder sowas, der dann ziehen kann. Vielleicht nur 250. Müsst ihr selber entscheiden. Ich würde es mir so jetzt nicht kaufen für einen Gaming-PC. Vor allen Dingen, wenn ihr vielleicht mit dem Gedanken spielt, später noch eine größere Grafikkarte reinzuballern, weil der Prozessor kann das auf jeden Fall ab. Da würde ich eher auf den Pure Power gehen. Und das kostet 56,10 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein FSP CMT 211A mit Glasfenster und 3x RGB-Lüfter. Da haben wir auch schon die fehlende RGB-Beleuchtung, die jetzt wieder da ist durch das Gehäuse. Ihr habt 3 RGB-Lüfter in der Front, einen unbeleuchteten hinten. Es ist groß genug, das Case. Es hat eine Mesh-Front. Ich hatte es leider noch nicht hier. Kann ich nicht viel zu sagen, aber es sieht soweit eigentlich ganz okay aus. Es ist halt ein relativ günstiges Case. Ist auch nur bei einem Anbieter irgendwie erhältlich für 81 Euro. Das wird schon in Ordnung sein für so eine Kiste. Ihr habt auch noch ein bisschen Platz später, wie gesagt, größere Grafikkarten oder so einzubauen. Das ist okay. Und das kostet 81,80 € über Amazon. Betriebssystem habt ihr nicht mit dabei, macht euch einfach einen USB-Stick fertig mit dem Microsoft Media Creation Tool. Ich habe dafür auch ein Video, das verlinke ich unten in der Videobeschreibung, wie ihr so einen USB-Stick quasi erstellt. Dann kauft ein Key bei meinem Partner und dann habt ihr auch Windows. Weil Dubaro nimmt allein fürs Vorinstallieren ohne Key einfach schon 29 Euro, was schon eine ganze Menge ist. Krotos zum Beispiel macht das kostenfrei, beziehungsweise rechnet das irgendwo in den Preis mit rein, klar. Macht es für euch einfach mit dem Stick, dann kauft ihr einen Key für 14 Euro und dann seid ihr mit dabei. 2 Jahre Garantie, das ist ganz normal. Ihr kriegt nur einen Retourenschein, also kein Pickup und Return. Die Post kommt nicht vorbei, ihr müsst das selber zur Post bringen oder den Postboten in die Hand drücken, wenn er zufällig bei euch vor der Haustür steht. Da wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 824,55 Euro. Das System soll kosten 849 Euro. Euch nichts zu sagen, oder? 25 Euro Aufpreis fürs Zusammenbauen? Guter Deal. Natürlich kommt Dubaro an diese Komponenten jetzt günstiger dran. Die sind ja auch schon ein bisschen älter. Die SSDs, die haben sie wahrscheinlich irgendwann mal in Massen gekauft. Also die werden ja jetzt nicht am Hungertuch nagen oder so. Die haben ja ganz andere Einkaufspreise. Aber 25 Euro knapp fürs Zusammenbauen ist ein sehr, sehr guter Deal. Ich würde euch vielleicht hier empfehlen, die SSD vielleicht aufzurüsten auf 1 TB und auch vielleicht das Netzteil in ein Pure Power zu wechseln. Aber ansonsten ist das echt ein gutes System.
Mir geht es dabei jetzt nur um die Qualität. Natürlich funktioniert das System so, wie es da steht. Ich würde es euch einfach nur empfehlen. Seid auf Nummer sicher. Gebt den Fuffi noch mehr aus. Wirklich. Dann haben wir hier den Kreativecke 900. Da gehen wir jetzt etwas schneller durch. Also den einen, den habe ich jetzt ein bisschen detailreicher gezeigt. Den hier zeige ich jetzt relativ schnell. Der kostet 899 Euro, hat das gleiche Gehäuse. Hier sind wir allerdings schon auf der aktuellen Intel-Generation unterwegs mit dem 12400F. Also da könnt ihr später noch den Prozessor aufrüsten, sogar auf die 13000er-Serie. Hier haben wir als CPU-Kühler ein alternativer AMD-Intel-CPU-Kühler. Das Lustige ist, Dubaro sagt im Konfigurator, Empfehlung, wählen Sie einen hochwertigeren Kühler. Da bin ich ganz bei Dubaro. Nehmt einen Cosmocool LCCC120. Wenn ihr noch ein bisschen RGB-Beleuchtung wollt, nehmt einen der beiden da drunter. Den hier könnt ihr besser ansteuern, also der 5 Euro mehr kostet. Der hier hat einfach nur einfarbige Beleuchtung. Nehmt den auf jeden Fall. Dieser normale Intel-Kühler, der ist jetzt nicht sonderlich schlecht. Der wird jetzt nicht throtteln oder so, aber der wird laut und muss nicht sein. Nehmt einen Cosmocool, seid gut dabei. Oder von mir aus ein Pyrox Slim 2. Reicht auch. Das Mainboard ist ein Gigabyte B660M DS3H DDR4. Und das ist jetzt so ein Punkt, der gefällt mir nicht so gut. Klar, der Prozessor, der wird jetzt nicht viel Leistung ziehen, aber dennoch haben wir hier oben keine gekühlten Spannungswandler. Finde ich immer ein bisschen kritisch, geht auf die Haltbarkeit, muss nicht sein. Dazu ist es noch MicroATX, bin ich auch kein Freund von und wir haben eben gesehen, bei dem System, was 50 Euro günstiger war, war ein Full-ATX-Board drin. Natürlich eine Generation älter. Dass die neuen Boards teurer sind, ist auch klar. Ich bin davon jetzt kein Freund. Funktioniert natürlich mit diesem System. Wie gesagt, der Prozessor zieht jetzt nicht so viel Leistung, aber wenn ihr später vielleicht noch aufrüsten wollt, würde ich mir das stark überlegen, ob ich dieses Board dann in meinem Rechner haben möchte. Außerdem sieht das lüttig aus, wenn ihr so ein kleines Board in so einem Gehäuse habt. Es ist halt einfach so. Zumal die große Variante, die ich persönlich auch immer sehr oft empfehle, und zwar das Gigabyte B660 Gaming X DDR4, einfach nur 19,90 € mehr kostet. Nehmt diesen zwar nie in die Hand, nehmt das große Board. Wirklich, da habt ihr gekühlte Spannungswandler, es sieht um Meilen besser aus. Ich meine, schaut euch das Bild an, das sieht ja wohl besser aus. Ich habe das gleiche in der Z96-Variante. Ich muss wirklich sagen, das ist ein gutes Board, finde ich. Die RGB-Software ist Schmutz, das weiß aber jeder bei Gigabyte, aber ansonsten ist es wirklich ein gutes Board. Nehmt den 20 in die Hand, wirklich. Die Grafikkarte ist in dem Fall eine 8 GB AMD RX 6600, beliebiger Hersteller. Hier nehmen wir jetzt die XFX Beatstar SWFT 210 Radeon RX 6600 Core Gaming. Das ist wieder die günstigste am Markt aktuell. Ich zeige auch hier nochmal kurz einen FPS-Test. Das ist auch so ein Test, einfach die 6600 mit dem 12400F, also passt genau mit dem Prozessor und der Grafikkarte. Schauen wir uns hier God of War an, dann haben wir im Average 69 FPS. Das ist in dem Fall auf Full HD, auf Ultra Settings. Forza Horizon liegt bei 97 FPS auf 1080p Ultra, also auch Full HD. Valorant auf Low Settings, da seid ihr bei ungefähr 314 FPS in Full HD. Rainbow Six Siege in Full HD mit geringen Details sind wir so bei ungefähr 334 FPS. Red Dead Redemption liegt im Average bei 69 FPS, auch auf Full HD, Favor Quality. GTA 5 liegt so bei 144 FPS, das würde also genau passen, wenn ihr jetzt einen 144 Hertz Monitor habt in Full HD. Und Cyberpunk auf Full HD und Ultra Settings auf 52 FPS circa. Ihr seht auch hier ganz klar, ihr müsst ein bisschen mit den Einstellungen spielen, ihr müsst gucken, ob ihr Raytracing aktiviert oder nicht. Bei einer AMD-Karte ist das sowieso immer so ein Thema, da würde ich das sowieso lassen. Es ist einfach nur so, ihr müsstet dann vielleicht mal die Details runterstellen, damit ihr mehr FPS bekommt. Gerade in so irgendwie First-Person-Shootern, wo ihr dann vielleicht ein bisschen competitive spielt, dreht man meistens die Qualität sowieso runter. Passt auf jeden Fall gut ins System, die Grafikkarte. Der Arbeitsspeicher haben wir 3600 MHz, ansonsten ändert sich da nichts mit 16 GB und so weiter, aber bei dem anderen System hatten wir 3200, hier sind es 3600, finde ich gut. Hier ist die gleiche SSD drin, auch wieder 500 GB, überlegt es euch selber, ob ihr euch mehr reinkonfiguriert. Hier haben wir allerdings schon 600 Watt Peak Quiet Pure Power 11, wovon ich eben gesprochen habe, würde ich bei dem anderen System vielleicht genauso machen. Nehmt einfach genau das Netzteil für das andere System, falls ihr das kaufen wollt. Und das gleiche Gehäuse, wie gesagt, am Anfang. Dann wären wir auch beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse und das Netzteil. Und da liegen wir bei einem Gesamtpreis von 879,97 Euro. Das System soll kosten 899 Euro. Brauchen wir uns auch nicht drüber zu unterhalten, oder? Preislich? Ist völlig in Ordnung. Ich sage euch ganz ehrlich, tauscht ihr das Board. Also wirklich, nehmt diese 20 Euro noch in die Hand, tauscht das Board, habt ein gutes System da stehen. Ist einfach so. Mit der Festplatte, da müsst ihr selber gucken, also der SSD, wie viel Speicher ihr nehmt. Ansonsten ist es wirklich eine gute Sache. Könnt ihr alle Titel soweit mitspielen, in Full HD sowieso. WQHD ein bisschen grenzwertig für die First-Person-Shooter, wie zum Beispiel Valorant und so, da reicht das dicke, klar. Wollt ihr jetzt AAA-Titel in WQHD spielen, wird die Grafikkarte limitieren, auf jeden Fall. Aber beide Systeme einfach sehr fair. Was ich wechseln würde, habe ich euch gesagt, bestellt sie euch ruhig da, wirklich. Und nein, das ist keine Partnerschaft mit Dubaro, ich habe einfach geguckt, am Anfang auch gesagt, bei Krotos geschaut, da war nichts Gescheites dabei und bei Agando habe ich auch geguckt, war auch nichts Gescheites. Und ich gucke gerne in diese Hardware-Deals und Kreativecke-Dinger rein, eher noch bei Hardware-Deals, weil der wirklich gute Angebote hat. Ihr habt das an den letzten Videos gesehen, da habe ich auch die teuren Systeme auseinandergenommen. Top Sache, kann man gar nicht anders sagen. Also abziehen tun sie es euch auf jeden Fall nicht.
Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt vielleicht mal dran, bei Twitch vorbeizuschauen, wenn ich mal wieder live bin. Eventuell am Sonntag, muss ich aber mal schauen. Wäre schön, wenn ihr einfach mal vorbeischaut. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die auch gerne stellen im Stream. Lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.